ein herzliches Willkommen aus der CHG Arena in Ravensburg. Ja, Playoff Eishockey ist wieder angesagt. Ravensburg gegen Regensburg, Spiel 6 der Playoffs. Und die Scheibe ist im Spiel. In Scheibenbesitz. Schuss kommt, Sanek, Tor, 1:0 Führung, Robby Sanek, zweite Spielminute. Tor für die Ravensburg Tower Stars, Abpraller von Thomas McCullum, was er eigentlich nicht so oft gibt. Und dann ist Sanek der Nutznießer, stoppt ab hier ins quasi leere Tor. Hier nochmal zu sehen, Scheibe kommt auf Sanek. Ah, das war gar kein Schuss zuvor. Tittmann vor Alfaro, aber dann kommt aus der zweiten Reihe der Pass vors Tor in den Slot. Die Scheibe aber im Drittel. Wieder die Scheibe dann zu Schmid. Schmid rübergelegt. Nochmal Ketterer. Nächster Schuss. Knapp am Tor vorbei. Soro versucht noch abzufälschen. Jogen. Trevino. Schuss verdeckt. Schläger von Scharipow war dran. Schreibe an die blaue Linie. Wer passt? Bender, Schuss. Und den hat McCullum. Unten Schuss Bühler. Nochmal auf Jogen quergelegt. Und Ravensburg mit letzter Kraft bringt Hadraschek die Scheibe da aus der Gefahr. Uli geht an die Eisbären. Tarik Hammond nimmt die Scheibe. Gefährlich vors Tor. Scharipow wird nach vorne ab. Nächster Schuss kommt und den hat Scharipow aber unten sicher. Pfaffengut. Sanek jetzt 2 auf 1. Dietz ist mitgelaufen. Dietz trifft die Scheibe nicht richtig. Weiter Pass rüber. Soro, der hat Tempo. Versucht mit dem Bauerntrick. Scheitert an McCullum. Richtig starker Kampf hier jetzt der Eisbär Regensburg. Scheibe geht in das Tor, dann kommt der Schuss. Bühler und Tippmann an der blauen Linie. Ja, Möglichkeit, Jogen. Gute Schussmöglichkeit, aber etwas zu hoch angesetzt. Und der Gegenangriff. Sam Herr startet. Und scheitert. Booth versucht es alleine. Booth mit dem 1:1. David Booth einfach mal gestartet den Turbo und macht hier das 1:1 im Powerplay für die Ravensburg Tower Stars. Signalisiert, da geht die Strafbanktür wieder auf. Schuss kommt dann. Angriff läuft. Ontel und Scharipow. Alfaro. Sanek versucht's, aber da war McCullum. Kiss. Scheibe hinterm Tor. Nochmal auf Maximilian Hadraschek gebracht. Rein ins Getümmel. Fang an Safe von Thomas McCullum. Burg ist nochmal in der Aufstellung. Direktabnahme. Und jetzt ist Herr wieder zurück. Nächster Schuss kommt. Abgefangen. Herr mit der Direktabnahme am Tor vorbei. Nächste Möglichkeit. Die letzten Sekunden der regulären Spielzeit. Schuss nochmal reingeworfen. Puck geht nochmal vors Tor. Es bleibt hier beim 1:1. Pass für Girdakis. Tor. Ebbet Girdakis erlöst die Eisbären Regensburg in der zweiten Spielminute der Overtime. Und
erzwingt hier Spiel 7. In Regensburg kommenden Dienstag um 20 Uhr in der Donau Arena. Was für eine verrückte Serie und was für eine verrückte Saison. In der ganzen Saison über war es spannend und auch in den Playoffs. Und mein Gruß vor der Verabschiedung geht hier, wenn Sie das Tor hier noch sehen, von Abbott Girdakis. Das Game-Winning-Goal in dieser Partie.